Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, wir gucken die ganze Kanalisation ab. Um die Ecke, denn geradeaus geht ja nicht. Da hinten lang, nach rechts, nach oben. Gehen wir mal nach oben. Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ich müsste ungefähr unter dem Parkplatz sein. Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Sie bewegt sich kein Stück. Dann lass mal nach rechts. Eine Eisenstange? Da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Was war das? Er macht mir auch voll Schiss, ey. Wir werden hier elendig verrotten. Boah. Oh mein Gott, ich verlaufe mich hier, ey. Wir gehen jetzt nach hinten rechts erstmal. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Hier war ich doch gerade schon, oder? Ist das jetzt einfach nur noch mal derselbe Ort? Jetzt bin ich im gleichen Tunnelabschnitt wie gerade eben. Ja, aber das ist gut. Weil dann wissen wir ja jetzt, dass du hier rein musst. Boah, das stinkt. Bin ich jetzt woanders oder bin ich jetzt... Er sagt jetzt nicht, dass er jetzt wieder im selben ist, ne? Ich verlaufe mich hier vollkommen. Hier war ich doch eben schon. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Was? Ich mal jetzt hier zurück. Ja, hier sagt er nichts. Genau, dann gehen wir jetzt mal hier rein. So langsam macht das keinen Spaß mehr. Mich jetzt schon wieder, ist das jetzt schon wieder derselbe Weg? Och, leck mich doch, jetzt gehe ich nach Hause. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ein etwa 50 cm langer Holzbalken. Nimmt er den jetzt mit? Okay.
Ein Loch. Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Ich nicht, aber alter Schwede. Da fass ich ganz bestimmt nicht rein. Hab ich mich erschrocken. Boah. Fragt mich nicht, ich folge ihr mal. Mein Gott. Oh. Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollen verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Ich weiß nicht genau, Ich hab da so einen Balken gekriegt. Kann man das nicht damit das Gitter aufstemmen oder so? Mit dem Holzbalken kann ich das Gitter nicht öffnen. Okay, mit der Metallstange? Ja. Hab ich mich Boah, ich hab mich so erschrocken. Könnte aber was Gutes sein. Das heißt, wir kommen hier schon mal ein Stückchen weiter. Ich weiß aber nicht, wie wir wieder zurückkommen. Orientierung komplett verloren. Doch nach links, dann rechts. Scheint zu halten. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ein echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Oh, sie soll froh sein. Oh mein Gott! Ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Dass wirklich in dem Moment, wo er da drunter gekrochen ist, habe ich mir so gedacht, so, boah, hoffentlich fällt das Gitter jetzt nicht runter. So, das ist ja immer so diese Angst, die ich in Spielen habe. Aber na, damit könnte man denn das stemmen. Ein echter Traum. Angelina wird auf. Na, jetzt müsste es aber klappen. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Ja, wir gehen erstmal hier lang. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Okay, dann muss ich hier lang. Ich weiß nicht, wie ich wieder zurückkomme. Und irgendwie sagt mir das, dass ich das wissen sollte, wie ich wieder zurückkomme. Aha. War da leider eine Röhre. Okay, guck erstmal hier überall nach. Caution, Vorsicht. Mhm. Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt, das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Und es scheint noch nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Und er geht natürlich in die Röhre. Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Angelina! Angelina! Nichts. Schmeiß dich rein. Sollen wir? Komm, wir können ja sowieso nur sterben. Ich hoffe nur, die Röhre wird unten nicht schmaler. Und dass ich einen Weg zurück nach draußen finde. Das hoffe ich auch. Verdammt rutschig. Als hätte jemand die Röhre mit... Jetzt sind wir tot. Verdammte... Hätte jemand die Röhre eingeölt. Der dämliche Seelenschlüssel ist zersprungen. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Ich habe noch den Fotoapparat.
Das Blitzlicht könnte helfen. Das ist eindeutig nicht mehr der Kanal. Aber was ist das hier? Es sieht beinahe wie ein Bunker aus. Oder ein Gefängnis. Da ist voll die Ratte hinter uns. Was es auch ist, ich muss raus hier. Und ich brauche eine andere Lichtquelle. Hier ist so etwas wie eine Metalltür. Hier ist eine Art Griff, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich höre Strom. Das ist... Es fühlt sich wie grober Stoff an. Aber viel schwerer. Und es ist sehr lang. Ein Schlauch. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier... Es ist nur noch ein Streichholz in der Schacht. Ein Metallding. Ein Eimer. Das ist... Da ist irgendwas Schleimiges drin. Öl. Altes, abgestandenes Öl. Am Boden des Eimers befindet... Warte mal, Eimer im Öl? Öl im Eimer, meine ich? Müsste ein Schlauch sein. Na, wir können uns eine Fackel bauen. Mit dem Messer wird scheiße. Was ist das? Etwas Weiches. Ein Lappen. Ich hab ihn. Gut. Hier ist ein Stock. Können wir uns selber eine Fackel bauen? Hier liegt etwas sehr Kaltes, Metallisches. Eine Stange oder ein Rohr. So, und jetzt können wir rein theoretisch... Es ist wirklich ein Rohr. Etwa 50 cm lang und ziemlich schwer. Eigentlich könnten wir jetzt hier den damit verbinden. Ich wickle den Lappen um die Stange und stopfe ihn oben etwas in die Öffnung. Ja, so müsste es halten. So, und jetzt tunken wir das in das Öl und zünden den mit unserem letzten Streichholz an. Ich tunke meine selbstgebaute Fackel ins Öl. Jo, mach das. So, sie ist mit Öl getränkt. Aua. Ah. Das ist der Seelenschlüssel. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Er ist in mehrere Teile zersprungen. Ich steck das mal hier in die Wand. Keine Lust, dass mir heißes Öl über die Finger läuft. Mein letztes Streichholz. Sehr gut. Ja, man sollte immer viele Streichhölzer dabei haben. Zwei riesige Metalltanks. Vielleicht für Treibstoff oder Öl. Könnten aber auch Wassertanks sein. Was ich ja an diesem Spiel so geil finde, ja, es ist ja nicht nur so ein ganzes Click and... Ich weiß, wie heißt das? Click and Point?
Spiel, sondern also so diese langweiligen Dinger, wo man so Sachen halt nur suchen muss und verbinden muss, sondern es kann wirklich passieren, dass wenn man eine falsche Entscheidung trifft oder nicht richtig nachgedacht hat, um das nicht ordentlich verbindet oder so, oder zu schnell handelt, dass man dann stirbt. Also das finde ich richtig geil gemacht. Muss die Röhre zur Kanalisation zurück. Da ist tatsächlich Öl auf dem Boden der Röhre. Vermutlich dasselbe wie im Eimer. Wahrscheinlich so. Das ist echt ein Wasserschlauch. Auch bei Licht sieht das aus wie ein Schlauch. Auch bei Licht sieht das aus wie... Okay, den brauchen wir noch. Aha. Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Und es ist eine Schiebetür. Das verraten die beiden Metallschienen an der Wand und auf dem Boden. Das spricht dafür, dass ich mich in einer Art Bunker befinde. Dort gibt es meistens Schiebetüren, weil sie sich auch nach Explosion noch öffnen lassen. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen. Da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Hm. Okay. Hier hängen ein paar lose Kabel aus dem Kasten. Sieht aus, als wären die mit Absicht rausgerissen worden. Ich steck sie wieder rein. Ah, nee, ich pack das nicht einfach so an. Oh Gott sei Dank. Dann wollen wir mal sehen. Oh, da gibt es sogar einen Lichtschalter. Das hier müsste der Schalter für die Tür sein. Leicht zu erkennen an der Beschriftung. Komisch. Es brummt nur kurz. Ein Auslass? Den wollen wir noch mal kurz angucken. Eine Art überdimensionaler Wasserhahn. Daran ist ein Anschluss für Schläuche. So ohne weiteres komme ich diese glitschige Röhre nicht wieder hoch. Will ich aber auch gar nicht, bevor ich Angelina nicht gefunden habe. Das scheint einfaches Wasser zu sein. Komisch. Es brummt nur kurz. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Was kann man denn da noch machen? Ach, da ist eine Stange noch. So kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Ich nehme sie weg. Habe ich gar nicht gesehen erst. Na bitte, geht doch. Okay, die können wir nicht mitnehmen, die Stange. Die Fackel können wir auch nicht mitnehmen. Ein großer dunkler Raum und Gitterstangen. Ich kann kaum was erkennen. Und warum nimmt er dann die Fackel nicht mit? Nein. Wir haben dich erwartet, Darren. Was? Was soll das? Wer sind Sie? Du wirst einige Tage unser Gast sein. Was habt ihr vor? Und was habt ihr mit Angelina gemacht? Nein. Nein! Da läuft noch Blut aus dem Schrank. Ich gehe jetzt. An Flucht ist nicht zu denken. Dies ist ein alter Bunker der Home Guard aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen dir und der Freiheit liegen meterdicke Betonwände, Stahl und Felsen. Trotzdem komme ich da irgendwie raus. In wenigen Tagen werden wir dich holen, Darren. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt. Verdammt nochmal! Was wollt ihr nur von mir? Warum musstet ihr Angelina als Köder benutzen? Warum sie?
Der hat irgendwas mit den Gordon zu tun. Ich glaube, irgendwie... Ich werde euch finden! Ja! Einer wie zum Beispiel Samuel hatte ein uneheliches Kind. Ich kann mir nur das vorstellen irgendwie. Und das Kind wurde dann weggegeben an diese Haushälterin, die im Schloss getätigt war. Und ja. Okay, so. Erstmal alles angucken. Ganz wichtig. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Konservendosen, verschiedene Suppen, Aprikosen, Bohnen. Ich habe nicht vor, lange genug hier zu bleiben, um dieses Zeug zu fressen. Eine knapp 2 Meter lange Kette. Können wir gebrauchen, okay. Ein Anzünder? Das ist so ein Ding, mit dem man Gasflammen entzünden kann. Ein Metallstück wird über so eine Art Feuerstein gerieben und dadurch entstehen Funken. Köstlich. Ein Schraubendreher? Sieht wie ein Schraubenzieher aus. Nein, ein Schraubenzieher steht da sogar. Oh ja, ich weiß. Ja, das ist ja immer dieser Witz. Warum der wohl hier liegt? Viele sagen ja immer, das ist Schrauben. Gib mir mal den Schraubendreher oder sowas. Das heißt ja wirklich Schraubenzieher. Und das sind ja auch keine Glühbirnen, sondern Glühlampen, ne? Ein billiger Campingtisch mit einem Stuhl. Das soll dann wohl die wohnliche Komponente meines Gefängnisses sein. Auf dem Tisch liegt Plastikbesteck. Damit lässt sich rein gar nichts anfangen. Nicht einmal vernünftig essen kann man damit. Ja, das kenne ich. Anscheinend wollen sie mich nicht verdursten lassen. Das sind etwa 10 Liter. Wenn man von 2 Litern pro Tag ausgeht, wollen sie mich also maximal 5 Tage hier unten warten lassen. Toll. Campingkocher? Ein Gas-Campingkocher. Vermutlich soll ich damit meine Mahlzeiten aufwärmen. Ich lasse ihn da stehen. Wenn ich etwas aufwärmen oder anzünden muss, kann ich es auch da tun. Na, dann haben wir nur noch das Schloss. Ein massives Vorhängeschloss. Ziemlich alt. Mit einem großen Schlüsselloch. Auch wenn es alt ist, ist es sehr stark. Das werde ich nicht aufbrechen können. Jetzt könnte ich einen Schweißbrenner gebrauchen. Oder? Schweißpulver. Das ist eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminiumpulver. Das Zeug verbrennt bei fast 2500 Grad und kann Eisen damit locker schmelzen. Und Eisenoxid ist ein Bestandteil von Rost. Davon gibt es hier genug. Was soll ich jetzt tun? Ich habe hier eine einzelne, knapp 2 Meter lange... Ich kann hier irgendwas abschrauben, glaube ich. Oder? Nee, doch nicht. Gitterstäbe. Die Eisenstäbe sind mit Rost bedeckt. Okay. Trotzdem lassen sie sich kein Stück bewegen. Die Eisenstäbe, trotzdem lassen sie sich... Ja, aber sie sind mit Rost bedeckt. Wie kriege ich Messer? Gut. Ich hoffe, ich bekomme genug Rost herunter. Du bist doch schon mit der halben Hand da durch, also... Ich habe das Pulver auf den Seiten aus dem Märchenbuch gesammelt. Das sollte reichen. Was muss ich jetzt damit machen? Ach so, ja genau, da drauf, ja, und dann anzünden, klar. Ich sollte das Rostpulver lieber außerhalb des Schlosses mit dem Aluminiumpulver mischen. Außerhalb des Schlosses mit dem Aluminiumpulver? Wo kriege ich den Aluminiumpulver her? Alu-Schalen. Nee. Aluschalen mit Fertigessen, wie es scheint. Das ist nicht das Zeug, das man im Supermarkt bekommt. Sieht eher aus wie von einem Bringdienst.
Was sind Aluschalen? Ich nehme nur eine mit. In Ordnung. Ich schabe mit dem Messer vorsichtig Aluminium ab. Das kann jetzt etwas dauern. 3 Stunden später. Ich habe das Aluminiumpulver mit dem Rostpulver vermengt. Ist sicherlich kein optimales Schweißpulver, aber fürs Schloss wird's reichen. Ja, und das müssen wir jetzt aufs Schloss auftragen. Das war's. Das Schweißpulver ist im Schloss. Jetzt nehmen wir den Brenner, machen den an. Ich sollte die Flamme nicht so lange brennen lassen. Wer weiß, wie lange das Gas reicht. Ach na, was hat er denn jetzt gemacht? Oh. Ich lass ihn da stehen. Ich sollte die Flamme nicht so... Das Schweißpulver ist im Schloss. Ich muss es nur noch entzünden und das Schloss... Mit der Wunderkerze vielleicht? In Ordnung. Wie geil. Sie brennt. Aber ich muss mich beeilen. Sie wird nicht ewig brennen. Also dann, ganz vorsichtig. Ein wahrhaft höllisches Zeug. Das Fiese ist, dass es ohne Sauerstoff brennen kann. Man kann es also zum Beispiel nicht unter Sand ersticken. Und wenn man Wasser draufkippt, spaltet sich das Wasser durch die Hitze auf und es entstehen Wasserstoff und Sauerstoff. Sogenanntes Knallgas. Alles explodiert und 1000 Grad heiße Tröpfchen fliegen durch die Gegend. Es gab schon eine Reihe schwere Unfälle. Das ist also wirklich nichts für den Hausgebrauch. Aber das hier war ein Notfall. Hier lernt man sogar noch was dazu. Die Flamme ist schon aus? Wie hätte ich mir damit über mehrere Tage mein Essen warm machen sollen? Die Flamme ist... Aber die Zellentür ist auf jeden Fall auf. Ich mach erstmal das Licht an. Wo war denn das Licht? Achso, er geht selbstständig hin. Das war ja einfach. Das ist ein... Keine Ahnung, was das ist. Hier steht, das ist ein Schlauchboot mit einer eingebauten Pressluftkapsel. Man zieht an der Reißleine und das Schlauchboot bläst sich innerhalb von Sekunden selber auf. Okay. Muss damals der neueste Schrei der Technik gewesen sein. Kann man bestimmt was mit anfangen? Aha. Ein Wasserschlauch. Ziemlich dick. Von der Art, wie die Feuerwehr ihn benutzt. Können wir auch gebrauchen, okay. Vermutlich liegt er schon viele Jahre hier. Allzu viel dürfte er nicht mehr aushalten. Kiste? Ein alter Karton. Mal sehen. Magnesiumfackeln. Die nehme ich mit. Magnesiumfackeln leuchten sehr hell und können auch unter Wasser brennen. Taucher benutzen sie in großen Tiefen, in denen normale Lampen kaputt gehen würden. Okay, hier habe ich nichts. Jetzt habe ich hier nur Hebel. Da haben wir den ersten Spind. Der Metallspind dürfte wie das meiste hier etwa 50 Jahre alt sein. Mich wundert, dass das alles noch so gut erhalten ist. Vermutlich halten die dicken Wände schädliche Einflüsse fern. Da ist ein Kästchen. Hm.
Das sind Kabel mit Zündern. Vermutlich für Dynamit. Ich nehme eins der Kabel mit. Was man hier drinne alles findet. Mehr Kabel brauche ich momentan nicht. Das ist ja schon richtig krass, ne? So. Jetzt öffne ich erst den. Ich öffne den mit dem Blut gleich. Ich möchte mich für den Schock vorbereiten. Was haben wir denn hier? Das ist... Wow! Dynamitstangen! Ob 50 Jahre altes Dynamit noch funktioniert? Oder ob es zu gut funktioniert und mir in den Händen explodiert? Also gut. Die zweite Stange lasse ich erstmal hier. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Da ist noch eine zweite Stange Dynamit. Falls die erste... Da machen wir mal den jetzt auf mit dem Blut. Oh, Angelina. Oh Mann. Ich wette, ich werde das gleich bereuen. Das ist nicht Angelina. Ach du Sch... Angelinas Verfolger. Reginald Boris. Er wurde erstochen. Vielleicht finde ich Hinweise, was mit Angelina geschehen ist. Lass es nicht zu. Du musst das Böse aufhalten. Verdammte Scheiße. Das kann doch alles nicht wahr sein. Er ist voll ins Blut getreten, ne? Und hinterlässt bestimmt gleich keine Fußabdrücke. Aber man hat eine Spiegelung gesehen im Blut. Das da in seiner Brusttasche? Oh Mann, Leichenfleddern. Das fehlte mir gerade noch. Oh, ich muss aber Schluss machen. Aber wenn es Angelina hilft... Jetzt nimm raus da, ich muss einen Cut machen, Mensch. Ich muss da jetzt durch. Klingt wie ein Gedicht. Aber das hier ist nur die Hälfte. Der Zettel ist zerrissen. Jahre schon, seinen Sohn, seinem Blut, ne Wut, vor Gericht, End in Sicht. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich steck den Zettel ein. Und da ist noch etwas. Klebeband. Isolierband. Isolierband, noch besser. Das war's. Mehr gibt's hier zum Glück nicht zu holen. Okay, Leute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.